Ich grüße übrigens auch alle Zuschauer von YouTube. Es streamt der gute Shining für euch. Was ich auch eben kurz doch mal hier ausdrücklich unterstellen kann. Hier bitte. Müsste jetzt eigentlich im Stream auftauchen. Da, da, man sieht's. Ich habe es jetzt extra auf dem Stream geguckt und nicht bei mir selber. So, wir haben ein paar Questen. Wir müssen zwei Leute retten. Die Tiers sind Nebensache. Die kann ich eigentlich sogar ausmachen nebenbei. Genauso wie die Gruppenquest. Das sind mal Questen, die mache ich jetzt mal nebenbei aus. Die stören ja eigentlich nur. Eine Crafting-Quest habe ich übrigens gerade nicht. So, und das da erledigt sich eh von selbst. Drei Questen, ein Shining. So. Outsider. Welche davon machen wir zuerst, ne? Das ist hier die Frage. Weißt du, jetzt klappt das mit dem Werfen. Dann, wenn ich nur Spökes mache. Die Quest will ich eigentlich nicht so wirklich machen, ne? Da kriege ich nur ein Geld und verliere das Zeug, was ich eigentlich brauche. So, zuallererst sollten wir hier mal rausfliegen. So, wo haben wir denn unsere Questen? Da sind zwei. Ja, fliegen wir doch dann hin, ne? Oh, da sind ja meine Trollers, die mich umbringen wollen. Wie geht's euch denn? Einfach mal fallen lassen. Ich glaube nämlich, da unten war ich noch nicht. Und es war schlau, hier runter zu gehen, weil ich hab's im Augenwinkel gesehen. Ich wusste es nicht, ich hab's nur gesehen. Aus dem Augenwinkel, als ich runterfiel. So, meine eigentliche Quest ist aber in der Richtung. Danke. Ich habe gehört, ihr habt ein paar schöne Items für mich. Boah, diese. Endlich, es hat funktioniert. Böse Frauen. Wie habe ich diese Tier beim letzten Mal übersehen? Ihr müsst mich doch in den Kommentaren kaputt geflamed haben. So. Nein. Ja. Das kriege ich alles standardmäßig. Wir nehmen das. Und wieder eine mehr. Es muss doch irgendeinen Trick beim Werfen geben. Ich versuche gerade den Trick rauszufinden. Aber ich glaube, ich habe ihn so langsam. Man muss die Taste ein bisschen länger gedrückt halten. Böser Hund. Böse Frau. So, ich soll auch noch irgendeinen Baum irgendwo hochklettern. Ich weiß nur nicht welchen.
In die Richtung muss ich. Ich bin gewappnet. Ja, einfach nur länger gedrückt halten. Okay. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Mein Hirn hat sich endlich aktiviert. Ich gucke natürlich ab und zu auch wegen Lurkern. Und da sind ein paar, die ich mal eben kurz grüße. Auch wenn sie nicht in die Kommentare schreiben. Anders kann ich euch nämlich eigentlich nicht bemerken. Außer ich guck mal ab und zu. Ich höre doch dieses wunderschöne Klimpern schon wieder. Wo ist die Tier? Wo ist sie? Das habe ich mir nicht eingebildet. Obwohl, ich bilde mir heutzutage vieles ein. Wie zum Beispiel eine fliegende Kiste. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, ne? Jetzt mal im Ernst. Warte, ich gehe da mal näher ran, falls ihr das nicht so gut seht. What the fuck? Wie soll ich denn da dran kommen? Ich bin nicht so groß. Ich versuche es. Ich will diese Kiste. Allein schon, weil es eine Herausforderung ist. So. Ich denke mal, ich muss, wenn, es mit Werfen versuchen. Ich habe sie irgendwie abgeworfen. Ich habe es nicht mal gesehen. Und da oben hängt das Zeug super. Ich habe versucht, was zu greifen. Ich komme nur von da oben aus dran. Ich will's haben. Nein, ich habe mein Schwert gegriffen. Okay, ein Versuch noch. Das ist ja schlimmer als die Tier beim letzten Mal. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe es geschafft. Letzter Versuch. Wenn ich auch nur einen Teil davon gegriffen kriege, dann habe ich das Spiel durchgespielt. Nein, ich habe so früh das Gleiten aufgehört. Das zählt man nicht, okay? Dummheiten zählen. Ich suche mir nie Ausreden, nur damit ich es neu versuchen kann. Ich habe diese Kiste über mir aufbekommen. Ich will das Zeug haben und wenn es mich umbringt. Nein, okay, Kiste, hast gewonnen. Du hast gewonnen, Kiste. Ich komme da nicht dran. Im besten Willen nicht. Warum hat die Kiste überhaupt in der Luft geschwommen? Das macht doch keinen Sinn. Warum gönnt mir das Spiel nicht? Ich sehe schon, dass ich hier meinen Spaß habe. Ich bringe erstmal die Bogenschützen um. Zack! Oh, lecker. Jetzt bist du dran. Nein. Lass mich mal, ich hab Hunger auf Nudeln. Auf Karotten meine ich. Oh. Ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft, Chat. Hier ist eine Kiste, sagt mir das Spiel. Die ist da oben drauf, zusammen mit der Tier, oder?
Warum habe ich eine Drachenfrucht? Also ja, ich wollte diese Drachenfrüchte. Hier war doch noch eine dritte. Die habe ich mir nicht eingebildet. Da. Die Frucht hat gewonnen. Die Lektion mit der Kiste hat mir gereicht. Wenn man schon beim Thema Kiste ist. Ne? Hardened Blade? Okay. Eine bessere Waffe. Es lohnt sich immer wieder mit den Kisten. Ich tausche die linke mal aus. Beziehungsweise ich habe die beiden Waffen jetzt mal getauscht. Alter, wie viel Basilikum ich schon wieder habe. Oh, die sieht auch richtig cool aus. Also so mal als Vergleich. Das ist meine vorherige Klinge und das ist meine neue. Sieht auch nice aus. So, wo ist meine Tier? Ich habe sie gehört. Wo ist mein Schatz? Du kannst mich nicht zum Narren halten, Spiel. Ich hab sie schon gehört. Ich komme da nicht hoch genug, ne? Oh, das ist ein neuer Screen. Upsen. Okay, jetzt bin ich hier oben. Wo ist mein Schatz? Wo ist er? Ach, da oben! Was machst du denn dort? Warum hängt ihr alle so doof? Challenge accepted. Puh, dann mal los. Ich kann mich nie festhalten. Die Wand ist buggy. Ich komme und rette dich. Hab's. Jetzt kann ich sterben. Okay, Ziel erfüllt. Manche von denen hängen echt lustig. Ist die sogar länger, die Klinge? Ja, die ist ein kleines Stück länger. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich halte die gerade so nebeneinander. Cool, ich habe ein bisschen mehr Reichweite sogar. Ich habe hier oben einmal eine Quest und da unten. Wenn ich schon hier oben bin, mache ich hier oben zuerst. Ich höre schon wieder ein Ding. Okay. Die beiden habe ich besiegt. Das nehme ich mit. Ich werde nicht verlieren! Komm doch her! Oh, Pfeile! Nein! Ich habe verloren. Und das Schöne ist, ich muss den Weg nochmal laufen. Oh, noch eine von diesen Hardened Blades.
Ist die jetzt schon besser als meine jetzige? 175. Na, da muss noch ein bisschen was. Ich höre das Ding doch. Wo ist das? Also immer so ein Klimpern. Ach so, der Schlüssel zählt auch. Böser Hund. Ich hab den Schlüssel doch. Okay. Ein Teil geöffnet. Was findet da unten eigentlich statt? Oh, da könnte ich diese Wölfchen ein bisschen jagen. Ich muss eh nach unten. Oh Gott! Das sind richtige Rudel. Au! Böse Hündchen! Böse! Ich habe ein paar Essenzen bekommen. Nur deswegen bin ich eben kurz in diese Schlacht gesprungen, weil ich diese Essenzen haben will. Ich hab's mir doch nicht eingebildet. Ich wüsste sogar, wie ich dran käme. Und das ist richtig easy. Aber erstmal befreien wir mal die Tulla, die hier gefangen sein soll. So. Wir müssen natürlich einmal zu der Trolle zurück. Jetzt will ich erstmal nach oben. Und mit oben meine ich ganz oben. So. Nummer 1, Nummer 2. Hallöchen! Okay, daneben nicht. Mann, immer diese aggressiven Frauen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer mit denen streite. So, mein Plan ist, genau auf diesen Stein zu droppen. Damit ich von hier aus dahin runterklettern kann. Plan hat funktioniert! Shining, der Mann mit dem Plan. Erstaunt mal wieder alle. Ich muss noch einen Baum besteigen. Wehe, den Satz klippt einer von euch. Ich will jetzt wissen, wo ist die Quest, wo ich auf einen Baum klettern muss. Dafür muss ich ein bisschen höher. Damit mir das Licht angezeigt wird. Oder muss ich generell auf irgendeinem Baum? Das könnte ein bisschen nervig werden. Essenz und Essenz. Weil das brauche ich für die Rüstung. Ich lese das nämlich immer wieder. Ich soll mir unbedingt mal eine neue Rüstung machen. Okay, auf welchen Baum komme ich denn am leichtesten drauf?
Ich hab keinen Bock. Ich glaube, ich komme nicht mal hoch genug. Okay, ich bin irgendwie hängen geblieben. Und was war im Spiel? Ja, Leute, ich weiß, der Witz ist so alt. Komm, ein kleines Stückchen noch. Irgendwie kann man sich immer in die Bäume reinbuggen. Das ist richtig merkwürdig. Gleich sind wir oben. Und dann kommt's, ich brauch doch einen bestimmten Baum. Ich glaube, ich bin nicht richtig hier. Boah, wie weit oben ich bin. Ich will nicht runter. Warte mal, ich lese nochmal die Quest durch. Just outside the hidden grottos and trends, look upwards for a spot marked in blue. Okay. Hidden Grotto. Wo ist Hidden Grotto? Ich habe Angst. Angst, hinunter zu segeln. Vielleicht meinen sie generell da, wo die Frau ist, dass das die versteckte Höhle ist. Da ist ein Ring. Ah, da soll ich hin. Okay, dann machen wir das eben. Und ich kletter extra einen richtig hohen Baum hoch. Dabei muss ich nur hier hoch. Komm bitte. Jetzt muss ich durch den Ring da fliegen. Und da landen. Ihr seid doch rapsbescheuert, ey. Okay, nächstes. Hier kann ich ein bisschen an der Wand entlang. Wo ist das nächste etwas? Ah, das war's schon. Okay. Das war doch super. Das hat doch Spaß gemacht. Bitte nie wieder. Habe ich hier nicht schon die Tiere eingesammelt? Ich weiß, dass es nur Sinn hat, die Dinger kaputt zu machen. Ich mach's trotzdem. So, für dich haben wir eine Quest. Ich habe ein Level up bekommen. Greetings, cursed ones.
Scarlet Veil ist wahrscheinlich hier die nächste Ebene. So. Neun brauche ich. Dann hätte ich zumindest hier mal etwas Besseres in der Richtung. 10. Entschuldigung. Ach, da ist ein Tier. Die sieht man aber auch so schlecht. Okay, natürlich versuche ich auch da dran zu kommen. Ach so, deswegen war ich verwirrt. Da war die Flugzone direkt darüber. Und deswegen bin ich direkt nach oben gesegelt. Und ich habe mich nur gewundert, hä? Wieso fliege ich denn hoch? Moment, hier stimmt doch was nicht. Nee, nicht die Waffe. Die Waffe. Die wollte ich verbessern. Damit sie ein bisschen stärker ist. Ich habe nicht genügend Pulver. Ich kann gar nichts mehr verbessern. So, harte Boots. Sind besser als meine jetzigen. Werden angezogen. Und die alten werden verschrottet. Ich habe die doch extra aufgebessert. Sind nur 5 Punkte. 39. Ich kann wieder was aufbessern. Ja. Die andere. Ich kann gar nichts aufbessern. Das ist enttäuschend. Ich will zumindest ein Rüstungsteil, wenn ich schon so viele Essenzen habe. So, da war doch eigentlich auch eine Kiste. Legt euch nicht mit mir an. Combo? Okay. Ich habe auch mal eine neue Fähigkeit. Wusste ich gar nicht. Ich wollte gerade zum vernichtenden Schlag ausholen. Combo? Combo, Combo, Combo. Okay. Ist ausgerüstet. Und ich erwarte Großes von dieser Fähigkeit. Warum ist hier keine Kiste? Ich will nur 10 von diesen scheiß Essenzen mitnehmen. Zeitwölfe zu schlachten. Ich brauche diese Rüstung. Zwei Minuten. Aua. Ja, einzeln können die gar nichts. Aua.
Wer von euch meint, nicht beißen zu müssen? Warum blockt er nicht? Wave completed. Oh, stärkere Wölfe, die mich insta-killen. Ich wollte doch nur das. Na, eine Item hier. Ich wollte doch nur Essenzen. Mehr hat mich nicht interessiert. Jetzt muss ich da wieder hinrennen. Bitte sag, dass ich jetzt einfach da weitermachen kann, wo ich gerade eben aufgehört habe. Bevor ich gekillt wurde. Ich kann da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das heißt, ich kann sogar noch versuchen, ein paar von denen mitzunehmen. Böses Hündchen. Nee, ich versuche mal lieber die 30 Sekunden zu überleben. Fangstückchen! So, wie viel von den Dingen habe ich jetzt? Siebzehn, 19. Mir fehlen immer noch 6. Wie gesagt, ohne eine bessere Rüstung überlebe ich das nächste Gebiet nicht. Das ist safe. Braucht kein Wissenschaftler, um das zu wissen. Ich will erst ins nächste Gebiet, wenn ich zumindest ein besseres Rüstungsteil habe. Weil ich werde hier ja schon gut weggereckt. Okay. Diese Richtung beibehalten. Kann doch nicht richtig sein. Oder? Da soll eine Kiste sein? Das Spiel prankt mich doch, oder nicht? Hallo? Ich hab's geschafft, ich bin außerhalb der Welt. Ich hab das Spiel ausgetrickst. Tschüss. Der endlose Fall beginnt. What the hell? Ich bin gestorben. Okay. Ich bin aus der Map gewandert. Create an Orange Rabbit Smoothie. Ja, können wir den nochmal live noch kochen? So, und wir machen natürlich die Ultra Deluxe Version. So, wir brauchen einmal Milch, eine Karotte und eine Orange. Das zerhacken wir dann. Und schmeißen das Messer natürlich weg. Darf ich die Orange? Danke. Okay, die Orange muss ich direkt da rein. Und das muss da rein. Guck mal, wie multitasking ich fähig bin. Ich
koche zwei Teile auf einmal. Und der Smoothie ist kreiert. So, jetzt müsste ich die Quest doch erledigt haben, oder nicht? Complete. Ach so, und das soll ich jetzt Navarre bringen. So, Navarre, ich habe einen Smoothie für dich. Habe ich die Quest jetzt erfüllt? Crafting Cooking. Den Karottenmarathon blenden wir mal aus. Ja, die Quest ist geschafft. Ich habe leider noch nicht genügend, um mir eine Rüstung zu machen. Das mache ich einfach offscreen. Weil ich da jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf habe. Aber darauf habe ich immer Bock. Hat man von Zelda diesen Drang, diese Teile kaputt zu machen. Okay. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich hier jetzt von allen Zuschauern. Zuallererst von denen bei mir auf YouTube, die das im Nachhinein kriegen. Voll auf Twitch da lassen, den Makadari Town Channel und meinem natürlich, meinem YouTube Channel ein Abo da lassen und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Und euch auf Twitch leite ich jetzt an irgendeinen Kollegen weiter, der gerade on ist.